Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst. Die Rede, aus der der heutige Losungsvers aus 5. Mose 30 stammt und die Mose vor dem Volk Gottes hält, bevor sie nach Jahrzehnten der Wüstenwanderung endlich im gelobten Land ankommen, ist ein großer Wurf. Es ist eine Vision des guten Lebens, die Mose hier entwirft. Dies ist, was ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, dein Gott, liebst und seine Gebote, Gesetze und Rechte hältst. So wirst du leben und dich mehren und der Herr, dein Gott, wird dich segnen. Die Frage nach dem guten Leben, die stellt sich heute wie damals. Wie wollen wir leben? Wollen wir im Alltag wie in der großen Politik vor allem unseren eigenen Interessen nachgehen? Oder sehen wir auch die anderen, gerade die besonders Verletzlichen? Ist es unser wichtigstes Ziel, den eigenen materiellen Wohlstand zu vergrößern? Oder ist es der Beziehungswohlstand, der im Zentrum steht? Ein Beziehungswohlstand, in dem alle materiell genug zum Leben haben und die Beziehungen unter uns Menschen von Rücksicht, Zugewandtheit, Toleranz, Empathie und Hilfsbereitschaft gekennzeichnet sind. Ich weiß, die Welt ist nicht so. Aber wir, jeder und jede einzelne von uns, wir alle miteinander, können einen Unterschied machen, indem wir das ernst nehmen, was der heutige Losungsvers uns sagt, und es leben. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst. Das Leben wählen, das wollen wir tun. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.